Hallo Leute, ja, ich wollte euch einfach mal ganz schnell was zeigen, was ich rausgefunden habe. Viele wissen das vielleicht schon, aber ja, ich habe halt ein ziemlich cooles Update gefunden, was man auf so Waffen hier drauf machen kann, auf Werkzeuge. Und ihr wisst sicher schon, dass ja mit der 1.0.0 Version dieser Enchantment Table kam, Enchantment Table, wo man halt sich Werkzeuge, Waffen und jetzt auch Bögen in der 1.1 Version upgraden kann, dass die halt bestimmte Fähigkeiten haben, wie zum Beispiel man kann schneller bauen, man kann die Spitzhacke hält länger oder eine Waffe macht mehr Schaden. Und ja, jetzt habe ich hier auf die Spitzhacke habe ich den Upgrade gemacht. Ich habe mal da mit Creative Mode habe ich mir einfach ganz viele Monster gespawnt und die umgebracht, bis dass ich ein bestimmtes Level hatte, und dann war ich Level 50 oder so und habe halt ein Upgrade gemacht, wo ich 47 Level gegeben habe. Da muss man halt so Bücherregale um den Enchant Table machen, und da kann man auch höhere Updates machen. Ja, und dann kam halt was Besonderes raus, nämlich Silk Touch 1. Und Silk Touch, das geht auch nur bis 1 hoch, das ist schon das höchste. Und ja, vielleicht kennen das schon einige, dieses Update, aber ich finde das wirklich richtig, richtig geil und ich wusste nicht, dass es das gibt. Und ja, in dem Video wollte ich euch einfach mal kurz zeigen, was das alles kann und warum das halt so geil ist. Ich habe hier vorne schon mal was vorbereitet, hier vorne den Pilz lasse ich noch schnell wachsen und dann zeige ich euch mal was. Also, all diese Blöcke hier, wenn man die abträgt, dann werden die zu was anderem. Wenn man zum Beispiel den Redstone abträgt, dann kriegt man diesen Redstone Dust. Hier kriegt man den Coal Ore, Diamant, Gold. Redstone habe ich irgendwie zweimal, na egal. Und hier ist Glas, das zerspringt, davon kriegt man den Redstone Dust, davon kriegt man Bücher und davon Pilze. Gut, mit diesem Silk Touch, man sieht auch, dass sie hier so komisch leuchtet, daran sieht man, dass ein Upgrade drin ist. Wenn ich jetzt das abbaue, dann bekommt man den Block so, wie der war, und ich habe jetzt auch keine Cheats drin oder so, sondern es ist einfach dieses Upgrade, und ich finde das wirklich saugeil, weil das sind jetzt einfach ganz, ganz viele neue Blöcke. Hier sind, den Redstone haben wir zweimal, aber hier sind schon mal 1, 2, 3, hier 4 Blöcke, 5, wobei die gibt es ja auch so. Aber das sind ja wirklich neue Blöcke hier vorne. Und das ist wahrscheinlich geilste, ich setze hier mal wieder hin, sonst ist es hier zu dunkel. Das baue ich auch noch schnell ab. Weil wenn man die abbaut, das nervt halt immer ein bisschen, dass dann die ganzen Bücher rumgehen und das ganze Holz, was man da reingesteckt hat, ist halt verschwendet jedes Mal. Das passiert halt so nicht. Und das geilste finde ich dann noch die ganzen Pilze hier, die man abbaut, weil das ist ja hier erstmal dieser weiße Block, dieser Stamm ist ein neuer Block, diese roten Blöcke sind neue Blöcke. Und dann gibt es auch noch den anderen Pilz da oben, das braune Zeug, finde ich zwar ein bisschen hässlich, aber das ist ja dann auch noch ein neuer Block, der dann dazu kommt. Also das ist dann wirklich eine Menge, was hier zum Spiel hinzugefügt wird, und ich weiß nicht, warum die sich hier nicht automatisch stacken. Vielleicht noch ein bisschen verbuggt, keine Ahnung. Aber ja, man sieht schon, das sind wirklich neue Blöcke, die es dazu gibt, und da kann man sicher coole Sachen auch mitbauen. Und es ist auf jeden Fall sehr sparsam, aber also jetzt merkt man mal, warum es sich lohnt, Level zu sparen, weil vorher habe ich immer gedacht, okay, ich mache immer Level 2 oder höchstens 3, das geht recht schnell am Anfang, und dann upgrade ich mir meine Sachen, und ja, das ist einfach am besten, weil da kriege ich halt Durability oder Efficiency rein in meine Sachen, und das reicht ja dann. Und ja, jetzt lohnt es sich wirklich, auf die Sachen zu sparen, weil dann bekommt man wirklich neue Blöcke, viel mehr Möglichkeiten, was anderes zu bauen. Und ja, ich hoffe, das hat geholfen. Vielleicht wussten es ja einige von euch noch nicht. Ich war total überrascht, wo ich das rausgefunden habe. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch machen, weil gerade läuft mit dem Aufruf nicht so gut. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, ja, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.